Aber es ist jedem das seine. Wenn du natürlich, keine Ahnung, wenn man in so eine Familie reingeboren wird oder so, ich meine, da kannst du eigentlich nicht viel machen. Oder wenn du schon Hof und Felder und voll viel Land hast und so, das wirst du doch wohl kaum aufgeben. Zumindest einer von der Familie sollte das doch dann weiterführen. So, keine Ahnung. Das ist eigentlich voll interessant. So, jetzt bauen wir erstmal hier die Mine hierher. So, passen da beide Betriebe hin? Nein, natürlich nicht. Ach, da reichen die Werkzeuge wieder nicht. So, kaufen wir noch ein bisschen Werkzeuge ein. Ja, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Irgendwas wollte ich noch zu dem Thema sagen. Ich meine, habt ihr das irgendwie, dass ihr irgendwie so eine Firma habt oder einen Hof oder so, den ihr übernehmen könntet und irgendwie auch müsstet? Weil ja, die Familie geht ja vor und so. Und die Familie ist sicher auch daran interessiert, dass es weitergeführt wird und nicht dann verkauft wird oder so. Seid ihr da irgendwie so in dem, sagen wir mal, Zwiespalt, dass ihr vielleicht was anderes machen wollt, aber eigentlich ja so praktisch gezwungen werdet, dass ihr den Hof oder die Firma übernehmen müsst? Also bei mir ist es ja nicht so. Also wir haben nichts daheim irgendwie und da bin ich deswegen voll frei, was meine Jobwahl so angeht. Ja, und deswegen kann ich ja auch studieren, was ich will. Hauptsache, mir geht's gut. Nein, so ist es natürlich nicht. Ich sollte natürlich dann schon auch damit was anfangen können und gut mein Geld verdienen, damit ich nicht meinen Eltern noch weiter auf der Tasche rumhocke. Und ey, was sind das hier eigentlich? Wieso machen die hier so eine Versammlung von meiner Insel? Jetzt fahren sie mal weg. Wir gucken mir zu, wie ich mich so entwickle. Hehe. Hübsch, hübsch. Gut, ach ja, ihr Siedler kriegt Alkohol, das heißt, wir können euch hoch besteuern. Das hätte ich jetzt voll vergessen. Und schon habe ich eine mega mördermäßig hohe Bilanz. Was echt super aussieht. Ach verdammt, die haben sich schon alle entwickelt. Reißen wir zumindest mal die zwei Häuser noch weg. Da wollte ich doch gerade zur Schule in Wirtshaus. Kann ich jetzt mal abchecken. Okay, aber das ist nur zwei breit. Das heißt, hier könnte ich sogar reinstellen. Also es ist 3. Auf jeden Fall im Moment. So. Genau, 3. Und was ist die Schule? Kann ich hier so. Ja, da würde ich sogar alles erreichen. Und die Schule ist sogar nur 2 breit. Das heißt, die könnte ich auch hier reinstellen. Ah, die ist 2x2, die Schule, gell? Ja. Puh. Ich weiß halt jetzt echt nicht, wie groß das andere Zeug ist, die große Kirche und das Zeug. Puh. So, wenn das Schiffchen jetzt nochmal kommt, dann würde ich sagen, nehmen wir mal Werkzeuge und so mit für Tabak. So, 2, 3, 8 wieder. Das heißt, wir nehmen 4, 6 Dingens damit. Wie heißt? Ja, ihr wisst schon. So, du verhältst mal ab. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 16. 1, 2, 16. Gut, kannst zählen. 1, 2, 16. So. Ja. Werkzeuge werden dann auch produziert, das ist schon mal schön. Ziegel haben wir auch genug. Können wir einfach eigentlich schon mal ein bisschen hier den Weg verschönern. Hübsch. Nächstes Mal ein Weg hier verschönern. Und was machen wir jetzt? Ach genau, wir wollten hier oben den Tabak ausbauen. So, mehr Tabak bitte. Also was heißt hier Tabak ausbauen? Erstmal Tabak anbauen. Was?
Nein, bleib da, komm schon. Da denkst du immer, das kannst du machen hier, das, hilft ja nicht so viel. Denkst du immer, das kannst du machen, dass hier immer gleich so lädst, während der hier rumsteht und irgendwie schaffst du es aber echt die ganze Zeit nicht. Es kommt so selten vor, dass ich das mal schaffe, also. Irgendwie leicht dämlich. Jetzt lass mal gucken, wenn ich jetzt hier. Ach so, das zeigt es mir nicht an. Ah, Mist. Ich glaube, es lohnt sich echt nicht. So, bauen wir hier ein Tabakfältchen hin und hier eins. Und säen hier mal Tabak an. Tabak, mehr Tabak, mehr Tabak, mehr Tabak. So, Tabak, 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 Tabak. Gut. Zack, zack, zack. Mehr Wege hier verlegen. Okay. Dann nutzen wir das mal aus, dass hier eh nichts mehr abgeht. Und dann bauen wir hier am besten die Tabak. Verbrückste dahin, Zigarrendreherei, keine Ahnung, was das auch immer ist. Gut, Schiffchen, du kommst mal her da, du bringst das, lieferst mal ein Alkohol ab. So, Alkohol. Alkohol. TX. Okay, halt, du bleibst doch hier erstmal, du. Halt, ach so, ist ja. Ah, ich kapiere das Spiel echt super. Ganz klasse, ganz stark machst du das. Tabakwaren, 3, 2, 5. Nehmen wir gleich mal mit. 1, 2, 3, 1, 2 und 5. Heuer, dann mal los, mein Freund. Und ich sehe, wir haben 600 Steuererträge. Hübsch. Und nur 405 Betriebskosten, die jetzt noch ein bisschen mehr werden. Halt. So, schaffe ich es jetzt? Schaffe ich es jetzt? Hey, ich habe es diesmal geschafft. Mit ganz viel Anstrengung und Fleiß. Ja, übertreiben wir es mal nicht. Gut. Dann kann ich dir mal noch was reinpacken. Und zwar ein bisschen Tabak sollst du ja hier mit auf deine Reise nehmen, auf deine Reiseroute. Aber hier, das musst du natürlich ins Konto laden. Der Gammler hat eine Tabakinsel erwischt und kann hier schön seinen Tabak anbauen auf seiner Hauptinsel, wie er es halt auch macht. Geht ja gar nicht. So, ich muss mal abchecken. Angebot, schau mal, er bietet voll viel Tabak an. Das heißt, ich hätte eigentlich auch bei dem ein bisschen kaufen können. So, wir sollen einem Spieler helfen. Ah, der bietet Gewürze an. So, also Gewürze könnte man zum Beispiel hier kaufen. Was wirklich brauchen. Und ich denke, der bietet dann wahrscheinlich Alkohol an. Nee, der ist so der Nahrungstypi. Warte mal. Er ist aber auch auf der Tabakinsel. Schwachmat. Ey, wieso? Nur weil er hier so. Hä? Das sieht aus wie ein goldenes Kalb, ey. Ah, hier produziert er was, okay. Gut, dann lassen wir ihm mal die Freude. Schon lustig, wie die immer bauen eigentlich. Immer sehr minimalistisch. Und der Marktplatz ist echt alles sehr sinnvoll aufgebaut. Und man muss echt sagen, also die Insel sieht so von weiter weg schon eigentlich ganz hübsch aus. Das mag ich. Ich mag die Insel. Okay, ja, wir haben eine riesen Bilanz, ey, das ist echt gut. Ja, was wollte ich denn sagen? Ja, wir brauchen aber noch ein bisschen Kohle. Gut, Werkzeuge werden produziert, Ziegel auch, etc. bla bla bla. Ja, eine Feuerwehr können wir uns jetzt auch mal gönnen hier. Wo sollen wir denn die hinstellen? Boah, daher. Ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Bauen wir sie mal daher. So, was kann man denn da noch so bauen? Ja, Mauern, Burg, Ding, etc. Alles, das brauchen wir, glaube ich, nicht so. Schwertschmiede, nö. Wieso machen wir das heute alles ganz friedlich? Getreide, ne? Getreide bauen wir auch nicht an. Ich habe früher, wie gesagt, ja immer auf Getreide gebaut, aber ich glaube, die Rinderfarmen sind echt effektiver, so vom Nahrungskriegen her und so.
Ich habe immer so Getreideinseln gehabt, die ganze Insel voller Getreidefarmen gepflastert, haben unendlich viel Betriebskosten gekostet und hat eigentlich immer nie was gebracht. Ich hatte nur zwei Inseln Getreide und ich konnte einfach keine 2000 oder 3000 Einwohner versorgen. Und ich meine, die kostet 5, 5 und 5 sind 15. Und ich denke, ein so ein Getreideplot bringt ungefähr dasselbe. So, er kostet schon die Getreidefarm allein, das heißt, da brauche ich 6 Stück davon. Nee, 4 Stück. 4 Getreidefarmen sind 20 schon. Dann 2 Mühlen sind nochmal, sind 30 und eine Bäckerei nochmal 15, 35. Das heißt, das sind schon 15 mehr, das ist fast das Doppelte. Einfach nur an Betriebskosten. Es ist schon nochmal, ist schon ein bisschen, ja. Und die, was hängen die eigentlich so vor unserer Küste rum? Sag mal. Gibt's da irgendwas zu sehen oder wollt ihr die Insel besiedeln oder wollt ihr mir Krieg erklären oder wie sieht's aus? Okay, Tabakwaren haben wir immer noch keine, Stoff ist in Ordnung, Alkohol ist in Ein Brand Ordnung. wütet in Ja, euren das ist ja echt Niederlassungen. geil, dass meine Feuerwehr da wieder nicht hinreicht. Okay, von mir aus, wir bauen eine zweite Feuerwehr. Sind wir jetzt echt mal nicht so knausrig. So. Kann sie gleich hier rausfahren. Jetzt gucken wir mal, wie der. Ah, Hilfe. Soll ich mal gucken, wie der hier so den Brand löscht? Ah, jetzt haben wir es nicht gesehen. Aber er ist eigentlich voll cool. Der drückt da auf den Hebel, so pumpt ein bisschen. Ist schön oldschool Art, Feuer zu löschen. Ist gar nicht, Alter, das Wasser her. Eigentlich ganz hübsch. Muss ich so denken, so heute hier, so die riesengroßen Löschfahrzeuge. Boah. Sieht immer schon episch aus, und was so fetter Strahl rauskommt hier, so, wenn sie löschen. Es ist unfassbar. So unfassbar, wie sie hier dastehen und gucken. Ich keine Ahnung, was die hier wollen. Ich verstehe es echt nicht. Vielleicht kommt es vom Auftrag her, weil ich denen ja helfen soll. Ich weiß es echt nicht. Okay, hier wird Tabak produziert. Das sieht schon mal ganz nett aus. Haben wir jetzt hier schon den ersten Tabak? Ja, Hammer. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich mal hier. Ah ne, die Steuer können wir eh nicht anheben. Das funktioniert ja nicht. Ja, wir haben es jetzt. Ja, wir könnten jetzt eigentlich mal uns zu Siedlern entwickeln. So, wie machen wir das jetzt? Wir bauen am besten hier. Reißen wir mal die Hütte hier ab. Und stellen dann mal hier das Wirtshaus hin. Okay, und dann reißen wir die Hütte jetzt halt auch noch ab schnell und bauen hier die Schule hin. Okay, Schule, Schule, Schule. So. Okay, Schule. Und Die dann Felder verderben vor Trockenheit. machst du hier zwei Plätze rein. Wie jetzt, die Felder verderben vor Trockenheit. So. Haben wir jetzt hier Das das. Volk bekommt kein Baumaterial. Schauen wir mal hier an der Seite. Ja, haben wir drin. Hübsch. Okay, die Felder verloren. Das ist natürlich unhübsch. Welche werden das wohl sein? Die hier? Jetzt muss ich mal echt gucken. In der letzten Folge habe ich es nicht gepeilt und habe es nicht gerafft, dass da die Felder verdorrt sind. Aber hier ist doch nichts verdorrt. Und hier habe ich ja eigentlich keine Felder, wo wir es verdorren können. Okay, dann ist mir das eigentlich ziemlich wurscht. Um genau zu sein. Ja, oh, Holz haben wir jetzt genug und so. Ja, ach so, genau, ihr könnt's mal hier so. Und los, baut's mal eure Hütten aus. Hey, die ersten Bürger, check. Wie können wir die besteuern? Ah, nur 33%. Ach, die wollen Gewürze haben, diese Vögel. Ja, und die Steuernahmen steigen ins Unermessliche. Euer Volk braucht Jo, sieht einen gut Arzt. aus. Okay, dann bauen wir halt euch hier gleich mal so einen Arzt. Wenn ihr ihn unbedingt haben wollt. Aber man muss. Ach so, der kann. Doch, der kann da durch. Aber das sollte ich eigentlich für die Kirche Platz lassen. Muss man hier mal so ein Siedlerhaus abreißen. Okay, Leute, ihr habt jetzt euch hier schon mal erstmal genug entwickelt. So ein 116 Bürger. Was wollen eigentlich Bürger? Wollen die wirklich nur die Gewürze haben?
glaube ja schon. Und können sie, glaube ich, schon zu Kaufleuten aufsteigen.